Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 7. Staffel und der jetzt 64. Folge. Heute in der Vorproduktion am 30.06.24. Bevor es aber losgeht, gibt es mir mal ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht es heute an Setchip LR. Setchip hat nämlich am 17.01.24 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 1340. Der Setchip verschwindet jetzt aber wieder. Ich entschuldige mich schon mal für meine leicht brüchige Stimme. Ich bin ein kleines bisschen heiser. Hab ein bisschen über die Stränge geschlagen von gestern zu heute. Aber wir befinden uns zurück bei unserem Halvor. Der wiederum hat eventuell ein kleines Problem. Commodus weiß Bescheid. Commodus weiß, wo wir sind. Commodus weiß, dass wir überhaupt noch leben und dass wir eigentlich planten, ihn zu töten und sein Imperium und auch alle anderen zu vernichten. Ja, könnte ein bisschen schwierig werden jetzt. Aber gut, erstmal müssen wir Dinge tun. In der letzten Folge hatten wir noch Epinosa erfolgreich verteidigt und danach noch eine Sumpfschlacht gehabt. Und das wiederum führte dann auch zu der Friedensverhandlung mit den Saka. Und ich habe dann da auch schon wieder diesen blöden Bug gehabt, dass mir die Armee aufgelöst ist. Jetzt ist Hilda noch ohne. Ist die hier drinne? Die ist hier drinne. So, hier. Hilda. Truppen verwalten. Auch circa 50 Mann. Dann kriegt sie jetzt von mir einfach hier meine schweren Speere. So, und jetzt müsste ich sie ja rufen können. Genau. Warten wir mal kurz hier. Baldwin? Hilda? Wieso bewegt ihr euch nicht? Muss ich vielleicht kurz rausgehen? Ah ja, okay. So, dann, mit ihr reden nochmal. Inspizieren und gib mir jetzt meine Jungs wieder. Dankeschön. Hä? Das waren 60. Ach, du dusselig Dämliche, du hast jetzt nicht welche verkauft, oder? Oh. Okay. Na gut. Wir gehen erstmal Wunden lecken. Wir müssen uns auch definitiv erstmal wieder neue Rekruten holen. Ich glaube, wir haben auch, ja genau, wir haben auch einen ziemlichen Viehtriebmalus. Idrun hat ein Level up. Das ist doch was Schönes. Idrun hier hat einen Fokuspunkt zur Verfügung. Okay, Vogt hat es ja mittlerweile auf Maximum, dann kriegt es jetzt einen Fokuspunkt auf Führung. Das geht ja schön Hand in Hand als Statthalterin dann. Oh, ich denke, ich nehme erstmal alles mit. Achso, wartet mal. Steuerung M drücken. Ah, guck mal hier. Das macht einfach mal 100 Mann mehr aus. Die wir haben könnten. Ja. Ja, Bogenschützen auf jeden Fall. Ach nee, Quatsch. Die nicht. Die schmeiße ich gleich ins Verlies. In Tjall. Dann kann ja die liebe Idrun auch noch schneller bauen. Wenn sie Gefangene im Verlies hat. Ist jetzt schon wieder hier. Anzu! Tägliche Erfahrung für alle. So. Bin ja mal gespannt, wo Commodus angreifen wird. Ob im Osten oder im Westen. Wenn er hier im Osten angreift, ist das was Persönliches. Wenn er im Westen angreift, haben wir vielleicht doch Glück und er weiß gar nicht, dass wir hier sind. Och, Manu. Festung, Verlies, Verwalten. Oh, ist ein bisschen voll. Aber wir können noch ein bisschen was reinlegen. Jo. Okay. Den Rest verhökern wir in der Taverne. So. Nee, nicht zuklappen. So. Geht doch. Und dann haben wir natürlich auch wieder Beute ohne Ende. Nee. Ach, ich darf wieder nicht schlachten, ja. Warum auch immer. Aber okay. Mach da einfach den. Da sehen wir schon, Viehtrieb ist jetzt weniger geworden. Von 0,88 auf 0,57.
Weil ich letztens gefragt wurde, seit wann ist denn das so? Keine Ahnung, seit wann das so ist, aber ich möchte behaupten, das ist schon seit Ewigkeiten so, dass Nutzvieh auch Viehtrieb bringt. Erstmal die Sachen hier raus. Sind bloß noch 29k. Machen wir jetzt mal hier an der Stelle weiter. Brauche übrigens immer noch Bärenpelze für unsere Leute. Diese Schulterschützer. Boah, werde ich doch alles los, ne? Ja, okay. Aber hier definitiv nicht. Hätte ich nicht noch jemanden mit Bogen ausgerüstet? Ja, doch, die Heilrunen. Ja, guck mal, schau. Der ist ja besser. Höherer Waffenrang, etwas weniger Geschwindigkeit. Dafür aber Geschossgeschwindigkeit sehr viel höher. Schaden ist erstmal der gleiche. Ja komm, hier 25 Pfund mehr. Jo. Und vor allem, sie kann damit auch leveln, eben weil da steht, dass die Voraussetzung Bogenfertigkeit 65 ist. Sie hat mittlerweile 66, sehr schön. Okay, 40k, warum nicht? So, gehe ich erstmal in Richtung Sibir und klappe auch nochmal da ein bisschen Dörfer ab. So, die Gewürzverkäuferin ist aufgelevelt, sehr schön. Eigentlich braucht sie Reiten, weil sie führt ja einen Trupp an. Also, wird einen Trupp anführen. So. Noch wollen wir sie ja bloß ein bisschen leveln und ein bisschen Ausrüstung besorgen. Ich werde gleich mal auch ein Sibir nach geeigneter Ausrüstung für sie gucken. Damit wir die Sachen ein bisschen beschleunigen können und sie sich auch einen eigenen Trupp zusammenstellen darf. Und werde ich hier hoffentlich nicht vergessen, ihr auch ein Template zu geben, wie ich es jetzt im Römerspielstand gemacht habe. Da hat mir aber der liebe Alexander, Entschuldigung, hat mir der liebe Alexander schon geschrieben, deswegen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Wird nachgeholt in der nächsten Römerfolge. Ja, wir haben immer noch ziemlich viel Viehtrieb. Aber gut, ich habe ja auch fast 1000 Pferde. Warte mal, hier ist auch noch ein Dorf. Ich staune gerade, dass im Kriegsstand hier gar nichts passiert. Ich meine, wir haben auch noch mit den Geiern Krieg. Keine großen Sprünge werden hier gemacht gerade. Na gut. Der Umweg hat sich jetzt nicht so gelohnt. Zumindest nicht für mich. Die anderen haben ja was rekrutiert, immerhin. Wie viel mehr jetzt eigentlich noch? Oh Gott. Nee, Abbruch. Ich glaube, ich habe versehentlich gerade auf den Nahkämpfer geklickt. So. Muss ja jetzt nicht alles rekrutieren, ne? Also die schwachen Speerträger da, die muss ich jetzt nicht rekrutieren. Level 2er und 3er. Na. Aber gut, wir können hier trotzdem noch Handel treiben. Und den Bums raus, das behältst du. Juppa, ne? Genau, Juppa. Moment, ich wollte, genau. Gucken wir erstmal hier nach einem Reiterschild. Obwohl, eigentlich hat sie ja schon ein Hexschild. Ja, okay, das geht ja schon als Reiter. Obwohl das hier natürlich noch deutlich besser wäre. Dann soll sie das bekommen. Jo, passt. Passt, Wackett hat Luft. Auch wenn es eine Animation irgendwie komisch aussieht. Aber egal.
Gut, dann Rüstung, Rira Rüstung. Nordische Platten Level 5. Was hab ich eigentlich? Ah, ich hab Lamellen. Das Schnuckelchen soll sie haben. Ja, helmmäßig würde ich ihr jetzt ja schon gerne so einen Nordmann-Helm geben, aber dann bräuchte sie alternativ wenigstens das Bärenpelz. Das ist ja meine eigene Regel, die ich erstellt habe vor einer Weile. Ist das schon was Besseres? Schuhe? Hä? Sind eigentlich auch gut. Ich glaube, sie ist soweit. Abgesehen von dem Bärenpelz und ein paar Skills ist sie eigentlich soweit, aber die Skills kriegt sie ja auch, wenn sie selber anführt. Deswegen würde ich jetzt sagen, neuer Trupp. Ach ja, da war ja was. Verdammt! Voll vergessen. Wir müssten da erstmal in der Infrastruktur was anders machen. In Tjall. Tjall oder Uruxala, aber Tjall sollte am schnellsten gehen. Das wollen wir schnell gucken gehen. Wie lange das dauert, das auszubauen. Bei der, wie heißt das, Military Infrastructure oder so ähnlich. Boah, 5000 am Tag, ey. Das ist halt auch noch die Rekrutierung mit eingerechnet, ne? Nicht nur die Fixkosten hier, sondern auch das Training vom, also das Template-Training. Das tut dann schon weh, finanziell. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Aktuell werden noch Obstgärten für 9 Tage gebaut. Im Anschluss das Forum. Mist, hab ich verklickt. Okay, Military Dingensbummens würde 39 Tage dauern. Ach du Heilige. Das ist schon heftig. Ajo, wir haben auf einmal so ein großes Plus. Ja gut, dann soll das so bleiben. Kriegst du noch ein bisschen Geld oben drauf gesetzt? Die Werkstätten sind schon auf Maximum. Verdammte Axt, ey. Aber wenigstens haben wir dann dadurch, wenn es gebaut ist, die Möglichkeit, Juppa auch einen eigenen Trupp zu geben. Hier steht es ja, also es erhöht einmal Garnisonsgröße, dann die Gefängnisgröße wird auch erhöht. Miliz wächst schneller, soweit ich das verstehe. Aber man kriegt halt auch einen Trupp-Slot mehr, also dass wir einen Trupp wieder mehr bilden dürfen. Wir werden das brauchen. So, was ist denn jetzt hier? Ich dachte, wir haben Krieg. Ah, guck mal hier. Seonon, Flintolk und Kranirok werden belagert. Alles klar. Okay, ich mal gucken, ob ich mir irgendwo einen einzelnen Trupp snacken kann. Obwohl, eigentlich müssen wir noch weiter aufrekrutieren. Eigentlich müssen wir das noch machen, Dun. Sind noch volle Kante unterbesetzt. Oh, sehr schön. Ne? Nur nicht vergessen, auch zwischendurch den Zusammenhalt wieder zu steigern. Gehen wir noch schnell in Buckets gucken. Ich bin mal gespannt, wann wir endlich keinen Viehtrieb mehr haben, ey. Du warst ja auch, genau. Genau. Aber das hier nicht mehr, ne? Genau. Das ist wieder Saga. Relativ viele Barbarentrupps hier, habe ich gesehen, ne? Macht mir ein bisschen Sorgen. Also Barbaren und Gladiatoren und so. Neue Armee von Rolan. Oh, jetzt hat sie mein Kleid irgendwo. Utalaim und Seonon sind vom westlichen Imperium erobert worden. Oh, ich drück ihnen die Daumen, dass sie da im Westen weiter vorankommen. Einfach wie eine Tatsache, dass ich mir dann hoffentlich irgendwann Omoa und
Ball gerade schnappen kann. Mist, wer ist jetzt aufgestiegen? Verdammt, der hier war, genau. Statthalter von Uruk-Sala. Das bitte. Wo ist ein Volk rebelliert? Nee, Mann. Oh jo. Boah, tangiert mich jetzt aber nicht so. Ich find's witzig, aber muss da jetzt nicht hin. Sagen wir mal so. Ah, das müsste ja römisch sein hier, ne? Ich? Oh, da waren aber schon Germanen drin anscheinend. Na, falsche Taste. Sag mir nicht, dass hier irgendwie doch nochmal versehentlich Römer rekrutiert. Nee, die haben sich Germanen geholt. Sehr schön. Das ging flott. Epinosa gehört noch gar nicht so lange zu unserem Reich. Hier wieder welche. Oh, und nichts mehr für mich. Doch, hier. Oh, da haben wir wieder fast 600 Leute. Wird natürlich immer mehr sein, aber ist es jetzt gerade nicht. Quatsch. Oh, musst ja aufpassen, ey. Die sehen sich irgendwie ähnlich mit diesem Grau. Gut. Cool, wenn die jetzt schon germanisiert sind, dann ist es ja schon fast eine Überlegung wert, dass ich vielleicht doch Städte erobere. Einfach nur, um Commodus die Macht zu nehmen über die Leute. Nicht um sie selbst zu erobern für mich. Das Thema hatten wir ja schon. Wir wollen nur germanischen Besitztum. Wir wollen mal gucken, ob wir irgendwas finden. Irgendwas Feindliches. Seonon-Rebellen wurden vernichtet. Was ist hier jetzt los? Sätzesprecher? Alle Clans, deren Anführer eine hohe Ausstrahlung haben, gewinnen einen Einfluss pro Tag. Diejenigen, welchen nicht, verlieren einen Einfluss pro Tag. Ja, ich glaube, wir haben hohe Ausstrahlung. Ich hätte jetzt eh nichts dagegen machen können, also meine Stimme hätte nicht viel gebracht. Hä? Oh! Gut. So viel dazu. Mann! Was wird hier gar nicht aufgelistet, ne? Das dauert einen Moment. Hä? Sehe ich's nur nicht? Nee. Ah, oder es wird vielleicht nicht aufgelistet, weil ich ja schon den Verfall habe. Das könnte natürlich sein. Hagoron. Sind ein bisschen viele Verteidiger, ne? Burg Atrion könnte man sich ja vielleicht mal snacken. Hier mal gucken. Ah, nur Dorfbewohner. Aber ey, 110 Dorfbewohner. Was geht mit diesen Dörfern hier ab? Holla die Waldfee, echt viele Verstecke hier. Ist ja schon erstaunlich, dass die hier nicht rebellieren. ...422, auch nicht wenig. Wie viele Armeen haben wir überhaupt noch? Neben Roland. Ah ja, hier noch Fafen, der erstmal nachdenken muss. Und Ragi auch, okay. Naja, zusammen etwas mehr als 1000. Ja, okay. Ich könnte natürlich auch selber rufen. Wenn uns nicht gleich wieder Bruderschaft ist. Ja. Doch, das machen wir, ne? Wir
Markus? Kenne ich gar nicht. Kompanie des goldenen Keilers. Nee, dann nicht. Ach, mittlerweile kann ich reingucken, während ich die schon gerufen habe. Okay. Das ging eine Zeit lang nicht. Edith, immer wieder gerne. Ja, okay, seid mal. Stimmt, hier steht auch Trupp. Ah, nee, Quatsch. Trupp steht überall. Hä? Ich dachte, der hat eine Armee gegründet. Ragina Haduz. Muss ich gleich mal gucken. Bist du? Okay. Okay. So viele neue jetzt wieder dazugekommen. Ach, ja, Svana. Mensch, die können wir doch. Hier, Wildur auch sehr gerne. Laschonek. Wiesduna? Ah, okay. Da kommt ja einiges zusammen. Joi, joi, joi. Svedon. 6 Tage entfernt, dein Ernst. Und Urik. Ja. Das ist da meine kleine Armee. Aber ich gehe mich erstmal nochmal ein bisschen zurückziehen. Nochmal ein bisschen gucken, dass wir Leute bekommen. Jetzt geht es hier um den Besitz von Remtol. Das ist mir wurscht. Achso, und ich wollte auch nochmal was gucken, ne? Ah, der heißt nur zufällig genauso. Ist aber ein anderer. Ein deutlich jüngerer auch. Ah, okay. Muss ich ja aufpassen, dass ich nicht den falschen irgendwie mal bei irgendeiner Entscheidung mit einbeziehe. Joa. Wenn wir so ungefähr 800 Leute haben, gehen wir Argoron belagern. Ratagost? Achso, der hat zu wenig Leute. Naja, kommt da noch ein bisschen was für mich bei rum. So. Ah, wieder 17 weitere Bogenschützen, sehr schön. Habe ich da auch wieder fast die 100 voll. Und dann können wir uns mehr auf die Infanterie konzentrieren. So, erste Verstärkung ist gekommen. Gute Ediths. Frag mich nur, wo die anderen bleiben. So, letzte Dorf noch und dann nehmen wir schon mal rüber. Ah, da kommt Bovan. Gutes Timing. Nee. Schlagen wir zu. Mal gucken, wie Commodus darauf reagieren wird. Oh, was denn da passiert? Moment. So. Uiuiui. Pfaffen hat erstmal die Galder verprügelt. Remtol zurückgeholt. Ah, okay, aber Pendrek haben wir trotzdem verloren. Na gut. So. Ja. Gehen wir einfach mal hin. Immer mal kicken. Nächste Verstärkung, sehr schön. Svana kommt auch gerade. Noch schöner. Schnappen wir uns mal eine Stadt. Nicht für mich, wie gesagt. Oh, teuer. Wartet mal, kann es sein? Moment mal. Wir haben die abgeschafft. Die Gesetzessprecherregelung, die ist weg. Ich habe das nur missverstanden. Ich dachte, wir stimmen dafür. Aber stand ja auch da, gegen so und so abstimmen. Es wurde abgeschafft. Deswegen haben wir das hier nicht aufgelistet. Oh Gott, bin ich blind, ey. Ja gut, dann erstmal hier belagern, ne? Oh, das geht schön flott.
Dann bitte wieder. So. Rocky und Türmchen. Dafür gibt's ein Krönchen. Angegriffen werden können wir ja nur von der Seite. Vildur kommt auch noch, sehr schön. Und bin gar mal gespannt. Stärkeverhältnis ist auch super für unsere Verhältnisse. Weil die Garnison nicht so stark ist. Ach, nicht aufgepasst. Mist. Okay. Da habe ich nicht aufgepasst. Ah, die nächsten 100 Mann, die da kommen. Und damit ist die Armee vollzählig. Erstmal. Welche Mauerstufe habt ihr eigentlich? 3. Ups, fast den Moment verpasst. So, dann immer schön feste drauf da. Sehr schön. Aber die haben noch Reserven. Die haben noch sehr viele Reserven oder sie bauen extrem schnell. Ich bin mir gerade unsicher. Was ist da los? Ah nee. Sie hatten wirklich... Alter, wie viele Reserven haben die denn? Hör doch mal auf. Reicht jetzt. Mach es weg. Boah. Okay. So schnell bauen wir dann wohl doch nicht. Oh, 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 oh. Ja, wir erleben sowieso nicht, dass ihr erwachsen werdet, aber viel Spaß mit den Entscheidungen, die ich für euch treffe. Jetzt da! Oi. Mann! Das macht da oben noch. Ja, jetzt macht. Okay, dann macht das kaputt. Jetzt hört doch auf die Mauern zu schießen. So. Mann. Speichern. Und rein da. Jetzt mal gucken. Ich glaube, ich habe noch nie diese Stadt angegriffen. Oh, okay. Oh, Türmchen wird das sein. Sehr, sehr trichterförmig hier, also sehr zugunsten des Gegners. Aber gut. Ich verteile jetzt einfach erstmal wieder ein bisschen unsere Leutchens. Wieso habe ich eigentlich 4 Infanterie? Ja. Obwohl, 4 Infanterie ist eigentlich nicht verkehrt. Oh Gott, hab ich wenig Bogenschützen! Ist ja ekelhaft. So, die 2, die 3 und die 4 haben Delegieren schon an. Okay, die 1 ziehe ich jetzt zurück und dementsprechend das Delegieren aus und befehlige ich die noch manuell. Ja, los geht's. Okay. Oh. Ah, nee, ich bin zu weit weg. Au. Haben wir eigentlich Rampen oder Leitern? Leitern, okay. Na gut, für Rampen ist dann doch die Mauer ein bisschen sehr hoch, ne? Darf ich das? Nee. Oh Gott, haben wir wieder viele Römer in der Armee hier. So, lass mir mal durch, weil ich bin wichtig und so. Dankeschön. So, die 1 kommt schon mal her. Au.
Genau, schön die Zinnen wegschießen. Oh, das war ja keiner. Na, wenn wir schon so wenig Bogenschützen haben, dann muss ich wenigstens hier ein bisschen verstärken. Seh nichts. Oh, echt jetzt? Wo gehen jetzt meine Pfeile schon wieder hin? Was ist denn da los? Geht doch. Oh, sehr schön. Schießt mir den Weg frei. Na, Mist. Oh, was? Wirklich? Come on. Na. No. Geht doch. Na. No. So. Türmchen geht langsam ran. Ist hier noch keine Nahkämpfer, ne? Mist. Na! No. Zittrige Hände heute, oder was? Geht doch. Na! No. Ist denn da wieder los heute? Lass mal den Timer ausmachen hier. Die Schlacht machen wir noch schön in Ruhe zu Ende. Jetzt kommen langsam die Nahkämpfer, okay? Okay, die 1 bitte mal hier hin. Wenn noch vorhanden, dann mal bitte Bogenschützen hier hin. Ja, da sind noch welche. Die 6 und die 5. Kommt einfach mal hier runter. Ja, dass wir den hier in die Seite schießen können. So ungefähr. Dumme Römer. Jo, das war eine Option. Und da kam noch ein Stein geflogen. Oh, noch eine Option. Jawoll. Ja, okay, ich hab mir das zwar so gedacht, dass ihr Speere schmeißen sollt, aber es wäre schön, wenn ihr sie hoch genug schmeißt. Da geht ja alles daneben, Jungs. Hört doch mal auf. Och, ich habe hier wieder diese blöden Winkelstörungen hier, dass ich nicht so hoch schießen kann wie gerade Ziele. Kam ein Römer geflogen. Setz dich nieder auf den Boden. Ah, die Speere tun weh. Die Pilar, die sie wieder schmeißen. Ich komme da jetzt auch noch nicht hoch, ne? Kann ich vergessen. Da wieder ein Selbstmord. What the fuck? Hat der. Wow! Der hat eine Kopfnuss gekriegt von unserem Tribok. Eins jetzt ran da. Achso, ihr wollt nicht, weil da ist schon eigentlich schon ein Trupp dran, der sich aber nicht bewegt. Natürlich. Oh, hier sind doch noch viele Bogenschützen. Ach, ich hasse das mit dem Winkel, ne? Die sind durchs Tor, oder? Oh, nice. Ach, jetzt hört er auf zu schubsen hier. Ach. Okay, eins mir nach. Noch. Der hat schon auf mich gezielt, der Sack, ne? Sind wir schon drin oder nicht? Ah, okay. Soldier!
Marschbefehl. Was macht er dann? Ihr wollt hier durch. Das finde ich gut. Oben kommt hoffentlich nichts geflogen. Ich würde mich jetzt gerne hier ein bisschen mit durchschnetzeln. Tipps soll ich. Jetzt haben wir ihre Formation gebrochen. Oh, Bogenschützen, hallo! Okay, war wahrscheinlich doch nur Miliz. Sakto, hat er gesehen. So, liegen bleiben. Vorsicht! Oh, was? Oh nein! Verstärkung genau in mir ist spawnt. Au, 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 au. Wie viele Bogenschützen sind das noch? Hallo? Au. Nein. So. Scheiße. Bogenschützen hinter uns. Ja, natürlich. Aber sie haben kaum Sicht. Okay, immerhin. Lebende Schilde hier nehmen. Das stimmt, eigentlich müssten wir uns mal da hochschlagen, um den Leuten an den Türmen zu helfen. Nein! Jawoll! Durch die Reihen durchgemäht. Ja, war ganz gut, dass ich die zweite Einheit da manuell befehligt habe. Dadurch konnten wir richtig schön massiven Druck aufbauen am Tor. Jetzt helfen wir mal den Leuten an den Türmen. Wenn die nicht schon durch sind? Naja, teilweise sind sie schon durch. Okay. Und einmal die Mauer lecken sozusagen, also leerfegen. Oh, ist aber noch einiges los. Sieben! Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich immer noch zuschlage, obwohl ich in der 7. Reihe oder so stehe. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es hilft. Dass dadurch irgendwie so ein bisschen die Festgesteckten hier sich entstecken sozusagen oder entstacken oder wie sich das nennt. Ei, ist aber richtig was los. Oh, ich fahr gleich runter. Gut, immer bald gehen. Sind runterfallen ist so ein Ohr. Na, ihr fliegt doch gleich wieder einer quer durch die Luft, oder? Wahrscheinlich ich. Hier einfach kein Schlag durchgeht. Mann! Und wir schieben sie einfach weg. Au! Jupp, tschüss! Oh, ist das ein Gezappel hier. Moin. So. Bums, bums, aus die Maus. Balbing ist da. Oh, Vorsicht. Ja, Balbing hat schon einen kräftigen Arm, ne? Einen kräftigen Schlag hat er. Tun selbst die Klaufschläge mit ihm richtig wie. Oh, Leute, bitte. Muss das jetzt sein? Oh, ich hasse es. Steckt da wieder einer fest oder was? Oh, ich will da hoch. Moment. Geht mal dahin. Ihr auch. Ihr auch. Ihr auch.
Los. Bewegt euch, Männer. Löst mal den Klubbel auf hier. Lasst mal ungeballt ihn ran. Geht alle raus jetzt. Achso, ihr habt ihn erwischt. Okay, gut. Irgendwo sind noch 8 am Leben. Ah, wenn Speere da hingeworfen werden, nehme ich mal an, dass die da drin sind. Was zum Fick macht ihr da draußen und warum haben wir auf einmal so viele von euch? Gott, ich hab mich verguckt. Ein wunderschön. Na, oh, scheiß Balken im Weg. Schon wieder derselbe Balken. Komm mal mit raus hier. Wie jetzt? Gondchen? So. Ach, ich hasse es. So, Finger ab. So, gehen wir mal oben gucken. Ah, ich höre irgendwo noch Bogensehnen. Genau, hier sind sie doch. Du wirst doch nicht mit dem Ding da auf mich schießen. Spinnst wohl. Ah, ich höre hier immer noch einen. Aber wo ist der? Hä? Da war es wahrscheinlich ein Schuss von unseren Leuten. Achso, 1, 2, 3 und 4 dürft dann wieder. Hab ich total vergessen. Wahrscheinlich wurden die gerade in Ruhe abgeknallt. Hier geht's auch nach unten, okay. Keiner hier, wa? Krass. Hm. Oh, hier sind auch viele Geschosse geflogen gekommen. Ja. Das waren viele Geschosse. Gut, gucken wir uns die Stadt mal an. Ja, die Türmchen waren diesmal ja nicht so effektiv, muss ich gestehen. Die hat's mächtig gerumst auch. Aber das hier hinten hat mir am meisten Spaß gemacht, auch wenn ich dabei umgefallen bin. Aber wir sind richtig, richtig durchgebuttert hier. Das war schön. Na gut, Leute, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ich würde sagen, ist genug für heute. Ich wollte euch wenigstens noch für heute eine neue Folge produzieren. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!